Guten Morgen! Heute möchte ich mit euch über einen Mythos reden, der sich unbeirrt in den Köpfen der Menschen hält, wenn es eben um das Thema Cholesterin und Fleischkonsum geht. Ein zu hoher Cholesterinspiegel ist einer der absoluten Hauptfaktoren für die Todesursache Nummer 1 in Deutschland, den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Cholesterin wird immer in Verbindung mit fettigem Fleisch gebracht. Egal wen ihr fragt, auch auf dem Internetseite, immer Cholesterin, weniger fettes Fleisch essen. Aber in der Tat hat der Fettgehalt des Fleisches so gut wie gar nichts mit dem Cholesteringehalt zu tun, da sich das Cholesterin in den Zellwänden befindet und nicht, wie die meisten denken, im Fett selber. Es ist doch nur ein Begleitstoff. Also das Cholesterin ist im mageren Fleisch genauso vorhanden wie im fettigen Fleisch. Daher ist die Anweisung, lieber mageres Fleisch zu essen, zumindest aus der Sicht des Cholesterins, kompletter Unsinn. Und die negativen Folgen des Fleischkonsums beziehen sich eben aber auch häufig auf das Cholesterin und dessen Wirkung. Also wenn das nächste Mal eure Oma oder Papa oder Freundin meint, dass sie doch wenigstens darauf achtet, dass sie mageres Fleisch essen, dann könnt ihr sie beruhigen und sagen, dass es total egal ist für den Cholesterinspiegel, wie fettig das Stück Fleisch ist. Zum Thema Cholesterin und deren negative Auswirkungen bezüglich des menschlichen Körpers kann ich ein Buch ganz besonders empfehlen. Das ist das Buch von Dr. Esselstyn, Essen gegen Herzinfarkt. Das habe ich unten auch in der Infobox verlinkt. Zu dem Thema Cholesterin ist es eigentlich das beste Buch, was ich gelesen habe. Dort wird anschaulich und anhand der langjährigen Erfahrung von Dr. Esselstyn dargelegt, warum es ratsam ist, eben seinen Gesamtcholesterinspiegel unter 150 Milligramm pro Deziliter zu pushen oder zu drücken, wie auch immer. Wer noch genauer zum Thema Cholesterin informiert werden möchte, insbesondere was LDL und HDL bedeutet und warum nicht jedes LDL schlecht und jedes HDL gut ist und wie man durch die Ernährung, insbesondere durch die Einnahme von Paraoxonase, das ist ein Enzym in Granatapfelkernen, eine im Körper negativ wirkende Oxidation verhindern kann, dem sei mein Video zum Thema Cholesterin ans Herz gelegt, was ich schon mal gedreht habe. Weiter geht's. Ich habe endlich meinen ersten großen Pott Sauerkraut gestampft. Hier mal der entscheidende Eindruck. Sauerkraut stampfen, so sieht danach eine Hand aus. Zumindest so eine Klavierhand wie meine, die keine körperliche Arbeit kennt, außer ein bisschen Gartenarbeit. Nun, ich habe alles in diesen großen Topf reingehauen, es waren 3 große Köpfe und die Wasserrinne auch gefüllt und nun sollte es eigentlich nach den ersten 3 Tagen oder in den ersten 3 Tagen viel blubbern. Leider blubbert bei mir mal wieder gar nichts und ich sehe schon meinen dritten Sauerkrautversuch wieder scheitern. Ich habe exakt alles so gemacht, wie es da stand. Aber irgendwie will das Sauerkraut dann nicht irgendwie, wie ich das will. Also ich werde das noch ein paar Tage beobachten und wenn es dann nicht blubbert, dann werde ich diesmal glaube ich keine 6 Wochen warten, sondern direkt nach ein paar Tagen dann das essen, was noch gut ist, auch wenn es dann vielleicht noch nicht gegärt ist. Aber zum dritten Mal mein Kraut komplett verschimmeln lassen, das kommt für mich nicht in Frage. Weiterhin, ich habe nun 5 verschiedene Fitter-Experimente gemacht. Dazu auch ein kleines Resümee. So, ich wollte euch nur mal einen kurzen Eindruck geben, dass ich euch nicht irgendwelche Scheiße erzähle, indem ich da probiere Fitter herzustellen. Ich habe das jetzt mit verschiedenen Sachen hier probiert. Ich habe mit Gras probiert, mit Sauerkrautsaft, mit Bakterienkulturen, mit Joghurtkulturen, mit allem möglichen. Also was Fitter angeht, also da beiße ich auf Granit. Also das war noch das Eheste, aber das war dann eher Richtung faulig geworden, das mit Bakterienkulturen und Weizengras, aber so richtig, also wirklicher Feta, no way. Ja, das ist alles nichts geworden und Feta und Fisch, das sind wohl die beiden großen Mysterien der veganen Welt, wo nicht mal im Ansatz der Geschmack kopiert werden kann. Ich glaube, ich kann behaupten, dass ich vom Fisch jedes bekannte Ersatzprodukt ausprobiert habe. Ihr erinnert euch vielleicht noch an meine Odyssee am Anfang. Alles, was irgendwie Fischersatz war, habe ich probiert. Und ja, irgendwie sind das alles nur irgendwelche Stinkmorscheln oder einfach nur Sachen, die von der Panade leben. Aber der reine Fischgeschmack, dieses leicht aromatische, wie man es von
Sashimi oder von Sushi kennt. Das existiert in der veganen Welt nicht. Ist schade, aber es scheint nicht zu existieren. Beim Feta habe ich bisher nur 2 vegane Kopien gegessen. Da gibt es auch gar nicht so viele. Und ja, das schmeckt beides nicht nach Feta, sondern eher nach Tofu, was es meistens dann auch ist. Also wenn da jemand noch Tipps hat, was man probieren kann oder ein Anbieter, dann lasst mich das wissen. Also bei Fisch, also auch bitte nur Anbieter, die keinen marinierten Fisch oder Fischnuggets oder irgendwie so einen Scheiß anbieten, sondern wirklich den reinen Fischgeschmack glauben, kopiert zu haben. Ich bin da auch bereit, locker 50 bis 60 Euro für das Kilo zu bezahlen, wenn ich wirklich diesen leichten aromatischen Geschmack irgendwann wieder bekommen könnte. Weiterhin habe ich jetzt das Videomaterial für meine kleine Reportage zusammen, wo es um den Weg des Blutes durch das Labor geht. Und Mensch, wie schleicht sich dieser Trailer nur immer wieder in mein Video ein? Im Ernst, die Sendung steht und fällt natürlich mit der Anzahl der Themen und entsprechend auch der Anrufer. Und entsprechend will ich ja da auch keine Möglichkeit verstreichen lassen und nochmal auf mein Let's Talk morgen hinweisen. Tutorial, wie ihr daran teilnehmen könnt, wenn ihr anrufen wollt und irgendein Thema zum Besten geben wollt, das gibt's auch oben in den Infokarten. Aber zurück zum Blut. Ja, bei uns in Leipzig, da hat ein neues Labor mitten im Zentrum von Leipzig aufgemacht. Wirklich mitten im Zentrum, direkt am Marktplatz. Das City Lab. Und da habe ich gleich die Möglichkeit genutzt, mich da anzapfen zu lassen. Und ja, einfach mal für mich den Weg des Blutes von mir zu Hause über die Blutabnahme und letztlich dem Labor mitgefilmt. Gerade weil es, da gibt es so ein direktes Veganer-Profil. Das habe ich auch direkt mal testen lassen. Und da wird auch direkt Holotranscobalamin getestet und nicht wie beim Hausarzt üblich das B12 im Serum. Also wirklich fortschrittlich. Das CityLab war auch so freundlich, mich in die heiligen Hallen des Labors zu lassen und ich konnte dort echt nach Herzenslust filmen und Fragen stellen. Und herausgekommen ist einiges an Videomaterial und entsprechend hoffe ich ein ziemlich interessantes Video für euch, für mich auf jeden Fall. Das gibt's aber dann erst im Laufe der nächsten Woche. So, das war's eigentlich heute mal. Wieder buntes Potpourri an Informationen. Ich wünsche euch weiterhin eine wunderbare Woche und ja, wir sehen uns dann hoffentlich morgen Abend wieder, spätestens morgen früh vielleicht zu meinem normalen Video, aber morgen Abend um 8 Uhr abends beim Let's Talk zu hoffentlich vielen Themen und Meinungen im Live-Gespräch mit mir. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ja, und nochmal, kein Thema, was euch beschäftigt, ist tabu. Die ganze Woche geht es immer nur um mich und die Dinge, die mich betreffen und mein Leben. Aber am Donnerstagabend soll es wirklich mal um eure Themen gehen, um eure Gedanken. Und ja, also ruft einfach an, wenn ihr was zu sagen habt oder auch wenn ihr nichts zu sagen habt. Einfach nur ein bisschen Spaß haben oder eine Meinung zum Thema zum Besten geben wollt. Auf jeden Fall alles locker, alles harmonisch und alles gemeinsam. Und von daher hoffe ich, dass wir uns morgen alle sehen. Morgen Abend um 8. Bis dann. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.